Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nirim. In der letzten Folge haben wir uns hier in der Wüste ja noch ein bisschen ausgetobt. Wir hatten hier noch Melbourne gefunden und ich habe mich in der Zwischenzeit offscreen hier nochmal umgesehen und nochmal alles eingesammelt. Ich war auch in, ich glaube, Hallen der Vergeltung hieß das ja bei Melbourne. Da auch nochmal alles eingesammelt und kann ich ja sonst auch nochmal zeigen. Also diesen Seelenfrieden haben wir jetzt, diese Stiefel und halt diverse Großäxte, was da halt noch so gab. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir machen uns jetzt nochmal auf den Weg zurück nach Ostian und nehmen jetzt den Weg hier, denn ich bin der Meinung, hier sind wir noch gar nicht gewesen. Uhu, geil! Oh, tipptopp. Direkt wieder was gefunden. Super. Hä, hier geht es gar nicht weiter. Ja, Gras habe ich natürlich auch wieder ohne Ende gesammelt. Hä, ich habe gedacht, hier ist der Weg jetzt. Ich wollte jetzt hier eigentlich zurück. Das war jetzt ja meine Grundidee. Hä? Ach, hier ist der Weg. Ja, ich hatte auch in der Zwischenzeit hier auch, wie gesagt, Gras und sowas alles noch eingesammelt. Also alles, was mir jetzt so, sag ich mal, in die Hände gefallen ist. Ich glaube, ich habe sogar noch einige Gegner erledigt, wenn ich mich recht erinnere. Ein paar Spinnen und so weiter. Ja, ihr seht ja, Gras ist hier ohne Ende. Okay, das passt. Ja, und da oben sehe ich schon wieder die nächsten Gegner. Wir werden das mal anders machen. Ich werde mir hier mal meinen Lichtring an den Kopf hauen. Der bringt zwar nicht so viel wie die Tränke. Aber ich muss dazu sagen, Tränke habe ich nicht mehr. Ich muss erst wieder welche brauen. Und ich hätte mal wieder Lust auf einen Freund. Lass uns mal unseren Opa dazu holen. Kommst du? Der ist ein bisschen slow. Der verfolgt eigentlich so gleich 3, 4 sogar. Oha, was war das? Meine Hühner könnten dich niederringen. Es kann sein, dass der Opa uns selber getroffen hat. Fertig gemacht, sagt er. Kennt er nix? Wir nehmen natürlich alles mit. Ich habe ja gerade erst wieder leer gemacht. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, 4 auf einmal, ne? Das war natürlich ein bisschen ungünstig. Ich frage mich ja, was die hier verteidigt haben, dass die hier zu viert gestanden haben. Kann hier aber nichts erkennen, soweit. Kann natürlich sein, dass ich das jetzt auch übersehe. Die Lichttränke sind halt deutlich geiler als die Ringe und die Amulette. Weil die halt mehr Power haben, ne? Also mehr Licht. Da hinten ist noch was. Na gut. Lasst uns mal weitergehen. Und hier kann man richtig gut leveln, Leute. Guckt euch die Leiste unten an. Ah, ja. Jetzt
jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier kommen wir also raus. Ja, geil. Bei der zweiten Verkündigung. Ich erinnere mich. Ja, dann sind wir ja schon fast wieder in Ostian. Können wir hier nochmal die Abkürzung nehmen. Und dann kann ich nochmal ein bisschen Resümee ziehen. Also ich fand es auf jeden Fall super cool, dass wir es gemacht haben mit der Wüste. Das hat mir ultra gut gefallen. Oha, da ist noch ein Turm. Und ich hoffe, dass wir bald in die Wüste zurückkehren. Ich will mit euch jetzt natürlich erstmal gerne die Hauptquest weitermachen. War mir noch nie aufgefallen, der Turm. Es ist doch Ostian hier, ne? Ja, ja, das ist Ostian. Ja. Und ich hoffe, dass wir sehr, sehr bald wieder zurückkehren in die Wüste. Und das war einfach so ultra geil. Also es hat mir echt richtig gut gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch allerhand mehr entdecken. Ich habe mit euch jetzt erstmal noch ein bisschen Arena-Kampf vor. Ich habe ja gesagt, jedes Mal, wenn wir nach Ostian zurückkehren, machen wir ein bisschen Arena. Und ich muss dafür... Wo ist denn meine sichere Truhe nun? Was? Hier fehlt das Haus? Was ist das denn für ein Fasching? Ach du Scheiße, das ist das Haus mit Callisto. Hoffentlich haben wir da jetzt kein Ärger mit. Ich muss nur eine Sache machen. Und zwar, das bringt auch immer ultra viel. Genau, wenn man die Sachen mit dem Hammer nochmal aufbereitet. Also es bringt einmal mehr Geld. Und der zweite Vorteil ist, dass man damit ziemlich gut die Handwerkskunst skillen kann. Mache ich denn neben Schaufeln statt Hämmer? Ich bin heute auch schon wieder Pferd vom Stern, ey. Hammer. Ja, 6 kann man schon gebrauchen, wenn man viel repariert. Die gehen schnell kaputt dann. Ja, schaut. Ja, 3 sind kaputt gegangen, ne? Also, das nur so viel dazu. So. Leute, Gott der Dämmerung, 2 Hände. Er macht noch mehr Schaden als das, was wir haben. Absorbiert Lebensenergie. Und ich habe auch eben vergessen, ich hatte noch ein anderes Schwert. Da wollte ich eigentlich auch gucken, ob uns das noch mehr Benefit bringt. Gucken gleich, wie viel Gras wir haben. Ich kann euch jetzt schon sagen, das sind bestimmt über 1000. Würde ich jetzt fast mal vermuten. Schaufeln. Und die Waage. So, und zwar... Wir machen das einfach so. Nee. Das Eterna Langschwert macht nur 63. Alles andere macht weniger. Gras wollten wir noch gucken. Da. Gras über 1k.
Sehr geil. Ja, okay, Leute, denn 3 mal 2 macht halt nur 6. Das macht halt 18, ne? Das ist natürlich auch nicht unerheblich. Okay, ich frage mich jetzt gerade, ob man das noch zusätzlich verzaubern kann. Wir nehmen mal. Dann gucke ich mal. Ne. Es geht leider nicht, weil das schon verzaubert ist. Schade. Nichtsdestotrotz würde ich das gerne mal ausprobieren wollen. Es macht natürlich, es hat auch 11 mehr. Schwere, ne? Na gut, ich will mich jetzt hier nicht weiter aufhalten. Ich speichere hier einmal ab, lade das Spiel neu, weil mich das jetzt gerade doch ein bisschen wundert hier mit dem Haus. Und wir sehen uns hier gleich wieder. Bis gleich. Ja, moin. Zurück. Ich habe jetzt neu geladen. Ich kann euch jetzt schon sagen, das Haus ist leider immer noch fehlerhaft. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber wir haben ja in der Wüste noch einen Gesuchtauftrag abgeschlossen. Und da streiche ich natürlich jetzt das Geld ein. Quest aktualisiert, gesucht, 1200 Gold gab's. Ich erhielt das Kopfgeld, das auf den untoten Kopf des unheiligen Priesters ausgesetzt war. Und wir nehmen natürlich gleich noch den neuen mit. Quest aktualisiert, gesucht. Es wurde ein Kopfgeld von 1500 Groschen auf einen Giftmischer ausgesetzt, der sich in der Wüste von Ostian niedergelassen hat und mit seinen Tinkturen das Grundwasser vergiftet. Geil, Leute! Es geht auf jeden Fall wieder in die Wüste. Richtig cool. Das freut mich. Und dann machen wir jetzt hier bei der Arena mal weiter. Und ich Vollidiot habe vergessen, die Arena-Rüstung einzupacken. Okay, bis gleich. So Leute, da sind wir und ich kann sagen, das Haus ist jetzt wieder vollständig. Keine Ahnung, was das für ein komischer Bug war. Und jetzt geht's hier in den nächsten Kampf. Folge, denke ich mal, wird dieses Mal wieder ein bisschen länger. Idioten, ey, dass die immer dazwischen rennen. So nervig, ey. Naja, wir haben kein Teammitglied verloren. Auch gut. Und das ist ja die Hauptsache. So. Sieg für das blaue Team, 600 Gold gab's. Erneut ziehen 4 Kämpfer des gelben und blauen Teams in die Arena, also nochmal 4 gegen 4. Machen wir auch eben schnell. Ja, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger jetzt gehen. Weil, wie gesagt, das mit Callisto, das machen wir auch definitiv noch. Aber jetzt soll es erstmal hier weitergehen. Da macht immer vorher ein Autosave, das ist schon mal sehr gut. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Scheiße, das habe ich wieder gar nicht mitgekriegt. Oh nein.
Einer ist leider verloren gegangen. Der hier. Ja. Gut ist, so lade ich jetzt deswegen nicht neu. Hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ist so. Das gelbe Team konnte nicht bestehen, gab nochmal 600. Eine Gruppe abtrünniger Sternlinge sucht in der Arena von Ostian eine Herausforderung. 4 sind es an der Zahl. Also nochmal. 4 gegen 4. Gucken wir mal. Ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Aber ist ja auch ganz lustig eigentlich hier mit dem Römer-Style. Hauen auf jeden Fall gut rein. Der steht einzeln, das ist sehr gut. Ja, ich natürlich wieder zwischen die Beine. Muss mir schnell hier 2 von den Kopf hauen, sonst war es das gleich für mich. Ja, das war's. Ja, da war ich in der Enge getrieben. Das war halt scheiße. Ja, da muss ich ein bisschen besser aufpassen beim nächsten Mal. Hier gleich reinballern. Ja, ey, ganz ehrlich, wenn die Spastis da immer reinlaufen. Einen haben wir wieder verloren. Ist so. Es ist auch ultra nervig, dass die dann da immer reinlaufen. So. Das Geschick der Sternlinge konnte in diesem Kampf nichts ausrichten. Das blaue Team bleibt ungeschlagen. Keine Änderung für diesen Kampf. 4 gegen 4 wie gehabt. Boah, ich bin gespannt, wie lange wir es noch machen müssen. Also ich weiß, die Info hatte ich mir ja geholt, dass die Quest auf jeden Fall endlich ist. Meine eigenen Leute getroffen. Kriegst du das etwa nicht besser? Das war ja armselig. Alter, wieso treffe ich denn jetzt hier nichts? Meine Hühner könnte mich niederringen. Naja, also. Kann ich auch nicht ändern, wenn die Spacken da immer reinlaufen. Ich habe auch 3-mal getroffen, meine Teammitglieder. Ja, wie gesagt, wenn die Idioten da immer reinlaufen, also es ist echt. Da kann ich denn nichts ändern, so. So, 30 Kämpfe in Folge gewonnen für das blaue Team. 30. Keine großen Überraschungen für den Folgenkampf. Also wieder 4 gegen 4. Okay, 30. Wenn wir davon ausgehen, das sind 40 oder 50, dann haben wir ja noch ein bisschen was vor uns, Leute. Puh.
So, das war's. Boah, das ging ja dieses Mal recht gut. Da war ich ja selber so ein bisschen überrascht. Ah, man muss sich auch immer gut konzentrieren. Ja. Okay, Leute, das blaue Team hat gewonnen. Nochmal 600. Einen machen wir noch und dann der nächste Kampf steht an. Gelb gegen Blau, 4 gegen 4. Gut. Haben wir, wenn wir den haben, 32. Ja, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, 40, 50, muss ich nochmal eine Folge machen, tatsächlich. Wow, ganz schön viele Kämpfe, echt. Ja, das ging auch schnell. Gut. Okay, Leute. Dann haben wir das. Dann zwacke ich nochmal fix das Geld ab. Wir haben gewonnen. 600. Nächster. 11 Kämpfe ist es her. Jetzt ist es wieder soweit. Ein Untier wartet in der Arena. Ja, okay, das Untier machen wir noch, weil es nochmal was anderes ist. Aber denn wirklich geht's weiter mit Ostian, wollte ich sagen, mit Callisto. Oha, so ein Meeresungeheuer. Krass, da baller ich gleich rein. Ist das verbuggt? Ja, der andere Trottel, der rennt natürlich wieder rein. Wo kommt der denn her jetzt auf einmal? Ah, die habe ich mit umgehauen. Ey, sorry, Alter, wenn ihr immer reinlatscht, ey, seid ihr denn deppert? Da waren wir leider überhaupt nicht erfolgreich. Ja, sind halt alle platt. Was mir jetzt auch Latte. Ist dann so. So, jetzt noch einmal Geld einstreichen, dann geht's weiter. Wir konnten das Meeresuntier bezwingen. Gab auch wieder 600. Kämpfe in der Arena. Ein neuer Kampf in der Arena wartet. Um die Verluste des gelben Teams auszugleichen, wurden neue Rüstungen gefertigt, die an das gelbe Team ausgegeben wurden. An den Rüstungen des blauen Teams werden vorerst keine Verbesserungen vorgenommen. Hahaha, also über Equipment. Wie fies. Okay, Leute, haben wir das auch. Und da ist leider das Spiel abgestürzt. So, und da bin ich zurück. Ich bin direkt hier zu dem Haus, wo Callisto drinne ist, gegangen. Und
Mir war so, als hätte ich da eine Tür gesehen, aber war nicht so. Und dann lass uns mal reingehen. Da ist er. Ich denke, ich habe es. Hör zu. In einer alten Aufzeichnung habe ich gelesen, dass es innerhalb der Festungsruinen nördlich von Ostian einen Durchgang zum Tempel aus der Zeit des Passkrieges geben muss. Ich weiß nicht, in welcher Ruine genau. Also werden wir uns aufteilen und sie alle unter die Lupe nehmen. Sobald wir dann im Tempel sind, suchen wir nach den Zutaten für das Gift, bereiten es zu und kippen es in das Essen der Soldaten. Zuletzt gehen wir wieder dort raus, wo wir reingekommen sind. Das Ganze muss in einer Nacht erledigt sein. Schnell, leise und sauber. Brechen wir auf. Oha, ja, ist gleich alles. Ah ja, Kim ist auch wieder da. Ja, dann lasst uns mal aufbrechen. Und er hat auch gesagt, in einer Nacht. Also deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch Nacht. Ja, nur ob er nun geht. Du bist zu lahm. Meine Hühner könnten dich umbringen. Meine Oma ist schneller als du. Komm, Opa. Komm, gib Gas. Ach so, ich werde erstmal wieder mein Outfit wechseln. Oha, hier geht das lang. Ich bin ja mal gespannt, wo wir da hingehen. Denn von hier kommen wir ja auch. Ich mach schon mal ein paar Meter mehr, ne? Kim ist wieder weg. Na, Opa, wo geht's denn lang? Ah, ja, nee, wir sind von da gekommen. Ich habe auch Quatsch erzählt. Hier oben waren wir noch gar nicht. Kim ist wohl weg. Geht er denn lang, Alter? Ich muss ja aufpassen, dass ich den alten Mann nicht verliere hier. Spielt dann ja... Hä? Diese Ruine werde ich nehmen. Ich lehre euch beiden einen Zauber, mit dem ihr signalisieren könnt, dass ihr den Durchgang gefunden habt. Wenn ihr ihn gefunden habt, jedenfalls. Oder ich finde ihn und rufe euch dann mit dem Zauber herbei. Kim, du wirst dir die zweite Ruine vornehmen. Und du die dritte auf dieser Ebene. Alles klar? Fein. Dann los. Kim ist gar nicht da. Geil. Kim ist gar nicht da. Ja, das ist die erste Ruine jetzt hier, oder? Ach du Scheiße. Gegner? Ja, Opa, ne? Ich helfe dir nochmal kurz. Skelettmagier? Was? Das ist die erste Ruine hier, oder wie? Oh, geil, Leute! Größerer Seelenstein. Jo, Meister, ne? Wo ist er denn jetzt hin, bitte? Ach, er steht jetzt hier nur dumm in der Gegend umher, oder was? Ja, und welche Ruinen soll ich jetzt nehmen? Nummer 1? Wo ist denn 2? Diese Ruine werde ich nehmen. Ja, okay.
da. Okay. Da ist Kim. Grüß dich. Schon wieder. Er kann es einfach nicht lassen. Immer kommandiert er nur herum. Oh, die beiden, die mögen sich auch so gar nicht mehr. Ja, Kim, ne? Wo ist denn die zweite Ruine? Tritt da auch nur auf der Stelle rum. Hier, oder was? Oh, ne, hier gibt's erstmal nochmal was zu holen. Oh, geil, Leute! Cooles Loot noch gefunden. Altes Lager hier oder so. Auf! Au, oha, oha, was ist das hier? Rena war das. Haben wir ja noch einen Weg vor uns. Das scheint ganz schön weit zu sein. Ich frage mich nur gerade, wo die zweite Ruine ist. Oh, hier ist auch noch was. Ist das hier? Hallo, jemand zu Hause? Oh nein, ich bin wieder in so eine Pflanze reingelatscht. Ich habe es verloren. Oh, nein. Ah, muss ich mich wieder eines Tricks bedienen, Leute. Oh, es ist wohl ganz verloren. Naja, gut, okay. Ja gut, Leute, in Anbetracht der Lage, es ist schon wieder so, alter Wachturm, dass es schon wieder so spät ist, lag auch noch ein Skelett, lol. Ja, werde ich die Folge hier beenden und wir machen hier beim nächsten Mal weiter, zuerst mit dem Wachturm und dann natürlich im Anschluss mit der alten Tempelanlage, die ja hier oben ist. Also da brauchen wir auch noch einen Moment, bis wir da sind. Und dann bin ich schon mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.